Hola, ich bin die Gypsy und hinter mir da turnt die Luna. Ich bin Gypsy und ich bin original kanarisch. Ich bin eine Teneriffa-Katze. Ja, und heute erzähle ich euch mal meine Geschichte. Ach übrigens, schwarze Katzen haben das hier oft nicht ganz so einfach, denn für die Kanarios bringen schwarze Katzen irgendwie Pech oder sind ein schlechtes Omen, sie bringen Unglück, irgendwie so komische Geschichten. Und darum ist das leider so, dass in den Tierheimen hier ganz viele schwarze Katzen sitzen und keiner sie haben will. Doof, ne? Sind nicht alle so, aber ich hatte Glück. Denn meine Menschenmama, die hat so viele schwarze Katzen aufgenommen und so auch mich. Also, ich war ein Katzenkind und ich war da mit meinem Geschwisterchen, ein Tiger, ganz alleine. Die Mama, unsere Katzenmama, war nicht mehr da. Und da entdeckten wir einmal lauter Mülleimer, wo wir zu fressen finden konnten, und eine Futterstelle. Da kamen immer Menschen und haben anderen Katzen Futter gegeben. Und da sind wir einfach hin, weil wir wussten, da kriegen wir immer was zu essen. Und da traf ich dann auch meine Menschenmama. Ja, und mein Geschwisterchen, das war irgendwann auf einmal einfach nicht mehr da. Aber ich war noch da. Und ich gewöhnte mich so langsam an die Menschen, die mich da fütterten. Das waren zwei Frauen. Und die anderen Katzen, die da waren, mit denen kam ich auch ganz prima klar, denn ich war ja noch ein kleines Katzenkindchen. Und dann war das immer so, wenn meine jetzige Menschenmama kam, dann wollte ich erst mal kuscheln. So, und dann habe ich gesagt, so, das reicht jetzt, jetzt will ich was essen. Und dann habe ich mein Futter gekriegt. So, und so verweilte ich da eine gewisse Zeit. Zweimal am Tag haben wir da Futter gekriegt, immer erst kuscheln, dann happy happy. Und dann auf einmal tat mein Pfötchen so weh. Mein eines Vorderpfötchen hat mir voll weh getan, aber ich war ja draußen, ich wusste, da sind Gefahren, ich durfte mir nichts anmerken lassen. Also bin ich tapfer trotz Schmerzen immer weiter marschiert. Man hat gar nichts gesehen, aber irgendwann tat mir das so weh, das ging nicht mehr. Was sollte ich da machen? Und dann dachte ich mir, du bleibst jetzt einfach an der Futterstelle sitzen, da bist du am sichersten. Und wisst ihr, was dann passierte? Dann kam die Menschenmama mit so einem Korb und hat mir da Futter reingestellt. Das fand ich ja komisch. Aber irgendwann hatte ich so einen Hunger, da bin ich da rein in den Korb zum Futter und zack, war ich in diesem komischen Korb. Und dann hatte ich mich die Menschenmama mitgenommen in ihr Zuhause. Und ich hatte ein Zuhause. War das schön. Ich war im Trockenen. Es war nicht mehr so kalt. Und da waren auch die Bonnie und die Sunny. Ja, und dann, da konnte ich dann mein Pfötchen schonen. Meine Mama sagt, 2 Wochen lang habe ich nur auf 3 Beinen gehumpelt. So war das. So kam ich zu meiner Menschenmama. Und ich bin so froh, dass das passiert ist. Denn ich bin so glücklich jetzt. Guckt, wie schön ich das hier habe. Dann verrate ich euch noch was, was ich am liebsten mag. Wenn die Menschenmama mich auf ihren Arm nimmt, dann kann ich mit ihr kuscheln und dann geht sie mit mir auf dem Arm spazieren. Jetzt bin ich los. Tschüss, eure Gypsy.